Dinge in dieser Welt. Wer bestimmt denn die Politik auf dieser Welt? Es sind die Staaten und die Regierungschefs, die heute und nächste Woche zusammensitzen und uns erzählen wollen, was Menschenrechte sind, wie man den Frieden schützen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Eine weitere Frage ist, warum ist Russland seit 2014 von diesem Gipfel ausgeschlossen? Warum aber nicht die USA? Warum werden die USA nicht von diesen Gipfeln ausgeschlossen, die nachweisbar für die Kriege und für die Unfreiheit unzähliger Völker dieser Welt verantwortlich sind?